Hallo und herzlich willkommen zu den Unboxing von Prisma Color. Es sind 36er Sets, wobei ich bei dem Set sagen würde, es ist nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Ich habe auf zwei unterschiedlichen Papieren Swatch vorbereitet und jetzt malen wir das einmal aus, um eine Farbintensität präziser sehen zu können. Mein Fazit zu den Prisma Color: Sie sind super pigmentiert, super soft, haben eine super Wirkung auf schwarzen und weißen Papier. Einige Sachen würde ich trotzdem bemängeln, und zwar die Verarbeitung allgemein von den Stiften. Als erstes, was mir auffällt, ist, dass sie nicht komplett lackiert sind. Das Ende ist nicht gedippt, so dass sie bruchanfälliger sind, was man auf jeden Fall beim Anspitzen auch merkt. Dann ist es noch so, dass das Holz richtig schön splittert, und das unabhängig von dem Anspitzer, was man benutzt. Dann ist die Lackierung nicht gleichmäßig, man hat zum Teil auch so Kerben dazu. Dann kommt noch zusätzlich, dass die Mine nicht zentriert ist, was man auch beim Anspitzen total merkt. Ich würde sagen, diese Merkmale zeichnen einen günstigen Stift aus, wobei man sagen muss, die Prisma Color sind gar nicht so günstig und daher ist der Preis auch so in dem Sinne unbegründet. An sich sind die Stifte trotzdem eine gute Ergänzung zu den Polychromos. Nun ja, dies war mein Swatch von den Prisma Color. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Unboxing.